Spanden gegengefiebert wie beim Nike Superfly 10, weil was wollen die bei dem Schuh groß besser machen? Was tut sich in der Welt der Fußballschuhe? Alle Infos zu den Fußballschuhen deiner Lieblingsstars gibt's jetzt in der neuen Folge der Fußballschuh-News. Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge der Fußballschuh-News und natürlich wie immer mit den neuesten Informationen der Fußballschuhe eurer Lieblingsspieler. Heute ganz klar das Thema brandneuer Nike Superfly 10. Kylian Mbappé zum ersten Mal mit der neuen Generation gesichtet. Da schauen wir natürlich genauer hin. Außerdem sehr, sehr spannende Leaks zu einem limitierten Adidas Predator und auch ein paar exklusive Einblicke zu den Fußballschuhen eurer Lieblingsspieler. Freue mich auf jeden Fall sehr auf die heutige Folge. Deshalb würde ich sagen, genug gelabert, wir starten rein. Bevor wir reinstarten, Leute, zum einen im letzten Video oder der letzten Folge der Schuh News haben wir es ja angekündigt, die neuen Deutschland-Trikots sind rausgekommen. Die waren da noch nicht da, jetzt sind sie aber endlich am Start. Und zwar, ich habe hier beide am Start. Einmal das Heimtrikot, man kann das auch, glaube ich, ganz gut erkennen, wenn es so liegt. Man hat hier auch so eine Grafik drauf, ich zoome ein bisschen rein. Das wirkt mega edel, das finde ich richtig geil. Und vor allem auch hier diese Ärmel, die sehen sehr, sehr geil aus. Aber natürlich auch hier das polarisierende Trikot. Und zwar das Auswärtstrikot in Pink-Lila. Ich feiere es ultra. Da scheiden sich die Geister. Könnt gerne mal Bescheid geben. Das haben wir auch für euch geshootet, das Trikot. Also ich habe schon beide angehabt und muss sagen, es sieht nochmal, wenn man es angezogen hat, deutlich cooler aus. Und dazu noch eine coole Info. Wir waren nämlich in Frankfurt. Wer mir auf Instagram folgt, der hat es mitbekommen. Wer da noch nicht vorbeigeschaut hat, unten in der Beschreibung vorbei. Auf Instagram kommen täglich Updates. Denn wir waren in Frankfurt auf dem DFB-Campus und haben die deutsche Nationalmannschaft besucht. Haben dort auch ein Trikot geschenkt bekommen, unter anderem von Thomas Müller. Dazu kommt ein sehr, sehr cooler Vlog am Samstag. Schaltet auf jeden Fall ein. Das wird richtig, richtig cool machen. Bootspotting Nationalmannschaftsedition. Also wird sehr, sehr nice. Und noch eine coole Info, bevor wir gleich reinstarten, zu meiner Modemarke Changing Lines. Ich hoffe, ihr kennt sie. Haben ja schon einige von euch bestellt, was mich immer ultra freut. Bisher gab es zum Glück auch nur sehr gutes Feedback, was uns natürlich auch ultra wichtig ist. Da kommt zeitnah endlich die neue Kollektion. Wir haben lange dafür gebraucht, sind jetzt aber in der Finalisierungsphase. Das heißt, wir brauchen wieder Platz im Lager, weshalb es hier einen sehr, sehr krassen Sale für euch gibt. Ich zeige euch das Ganze mal kurz. Und zwar hier seht ihr ja unser Online-Shop. Zum einen hier Changing Lines Zipper am Start. Mein Lieblingsshirt ist ganz klar dieses rote. Das finde ich ultra geil. Und ihr seht, hier gibt es einen Archiv-Sale. Mittlerweile ist das Shirt dann einfach auf 35 Euro runtergesetzt, weil wir wieder ein bisschen Platz im Lager bräuchten. Highlight natürlich hier auch der Zipper, der fast 30 Euro günstiger ist. Alles reduziert, sind auch teilweise Sachen schon ausverkauft, also würde mich ultra freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Der Sale läuft nur, also voraussichtlich nur bis Sonntag, deswegen seid auf jeden Fall schnell, ist unten in der Beschreibung. Würde mich ultra freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Dann kommt hoffentlich in einer Woche schon die neue Ware an. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Platz schaffen. Und dann wird es bei Changing Lines auch wieder spannende Infos geben. Auch ein Gewinnspiel ist da angeplant, was richtig, richtig krass wird. Sowas gab es hier auf YouTube noch nie. Da haben wir auf jeden Fall ultra Bock drauf. Und auch noch ein kleiner Vorgeschmack schon so in nächster Woche. Denn wir haben einen Fußballschirmstart, den ihr euch gewünscht habt. Und zwar hier oben steht er. Endlich haben wir ihn am Start. Und zwar den Under Armour Shadow Elite, den habt ihr euch gewünscht, sehen wir in der Bundesliga immer häufiger, Ansgar Knauf beispielsweise spielt den. Den haben wir für euch jetzt auch mal getestet, beziehungsweise erster Drehtag ist abgeschlossen. Brauchen wir nochmal eine Woche, bis wir den komplett finalisiert getestet haben, aber sieht schon sehr geil aus. Dazu gibt es dann nächste Woche also ein Review. Starten wir also rein in die heutige Folge der Fußballschuh-News und natürlich auch zunächst mal noch zu Vinicius Junior und seinem Nike Mercurial Vapor TN. Ein absoluter Hype-Drop, der von ihm sehr, sehr gut inszeniert wurde. Den haben wir natürlich für euch auch am Start hier in dieser sehr, sehr coolen Box. Ich mache das Ganze nochmal auf, um den euch nochmal hier im Detail zu zeigen. Der sieht nämlich richtig, richtig stark aus. Dieser limitierte Nike Vapor haben wir gestern für euch im Video gehabt, diesen Nike Vapor 15 TN. Und ich muss sagen, desto länger ich den hier im Start habe, umso cooler finde ich ihn. Bisher kam auch die Rückmeldung von euch, dass er in die Boot wollen muss. Also wir schauen da auf jeden Fall mal hin, wie sich das entwickelt. Und dann gibt es in der nächsten Folge ein Update, ob er in der Boot Wall ist. Ein sehr, sehr starker Drop. Es gibt noch wenige Größen, findet ihr unten verlinkt. Und natürlich auch ein extra Video zu diesem Schuh. Gab es gestern. Also ich muss echt sagen, der hat es verdient gehabt, hier nochmal ein Video gezeigt zu werden. Vor allem aufgrund seiner ultra heftigen Chromsohle.
nur für Vinicius Junior und natürlich auch für euch da draußen. Bin mal gespannt, ob uns da dieses Jahr auch ein Signature-Schuh für Vinicius Junior erwartet, weil er wohl den Nike Vapor in Zukunft bewerben wird. Völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Ist ein sehr starker Spieler. Hab ja auch eine persönliche Verbindung mit ihm, mit den Schuhdesigns. Wir durften ihm ja schon mal eines designen. Eigentlich ultra krass, wenn man sich so überlegt, dass wir mal mit Vinicius Junior zusammengearbeitet haben. Aber den wollte ich euch nochmal kurz zeigen, denn er passt ganz gut zum Thema, denn es soll hier um die neue Generation des Nike Superfly gehen. Ist ja schon ein bisschen länger her, dass es hier ein Update gab. Haben wir für euch natürlich damals auch pünktlich im Review gehabt. Die neue Nike Superfly 9 Generation. Zum allerersten Mal mit der Zoom Air Sohle. Mit einem richtig starken Launch Colorway. Das hat mir ultra gefallen. Haben wir damals für euch getestet. Sohle ist sehr cool, auch wenn ich jetzt gar nicht so finde, dass es den Schuh so krass ausmacht. Was man eigentlich denkt, wenn es da im Namen drin steckt. Aber bin sehr happy mit dieser Generation. Nichtsdestotrotz wurde es Zeit und jetzt auch bei Kylian Mbappé kann man es sehen. Er trägt hier einen Whiteout Colorway zur neuen Nike Superfly Generation. Genau diese neue Generation, die im Sommer kommen soll, vielleicht sogar noch vor der EM im Juni. Das heißt, da erwartet uns also die neue Generation. Bei einem weißen Schuh leider immer sehr, sehr schwierig zu erkennen, was genau ist jetzt anders an diesem Fußballschuh, aber wir haben auch nochmal ein cooles Detailbild, wo man vor allem erkennen kann, dass die Sohle ein großes Update bekommen wird. Also es wird wohl keine Zoom Air Sohle mehr sein, wie wir sie bisher kennen. Da wird es wohl ein Update geben, was am Upper sich verändert, von der Passform, Schnürung, Obermaterial, Touch, von der Wendigkeit, Stabilität. Da bin ich sehr gespannt. Also ein Update habe ich schon lange nicht mehr so spannend entgegengefiebert wie beim Nike Superfly 10, weil was wollen die bei dem Schuh groß besser machen? Da bin ich sehr gespannt. Wir werden den Schuh natürlich für euch definitiv testen, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ihr wisst, was zu tun ist. Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Machen wir weiter mit dem Adidas Predator, denn auch hier gibt es eine coole neue Info, die wir durch Jude Bellingham hier bekommen haben. Denn er im Training bei der englischen Nationalmannschaft trägt hier die neue limitierte Edition, die kommende limitierte Edition zum Adidas Predator Elite. Sieht sehr, sehr spannend aus. Vor allem ist es so geisteskrank zu sehen, wie viele Adidas Predator wir schon bisher bekommen haben. Und jetzt schon wieder einen neuen. Da gibt es auch coole Detailbilder. Also der Schuh ist schon überall geleakt. Haben wir auch bei Dein-Fußballschuh gepostet. Man kann den Schuh schon komplett sehen, was da bei Adidas immer so ein bisschen schade ist, finde ich, weil man eigentlich alle Schuhe schon vorher sehen kann. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber ein starkes Colorway. Für mich jetzt nicht unbedingt mein Geschmack, aber zum Predator passt sehr, sehr gut. Das wird wohl in den kommenden Tagen sehr, sehr zeitnah kommen. Vielleicht ist es auch schon online, bis dieses Video hier online geht. Aber wir wollten den natürlich trotzdem für euch zeigen. Und wir bleiben auch mal direkt bei Adidas, denn auch das kommende Main Pack ist schon geleakt worden. Beziehungsweise wir sehen es schon wieder on-feed bei den Spielern von Real Madrid. Unter anderem auch den Adidas Predator hier mit Schuhzunge in einem knallgelben Colorway, was definitiv on-pitch auffallen dürfte. Dieser Schuh ist so dieses Textmarkergelb, was wir damals beim Adidas Copper hatten, im letzten Jahr im Sommerpack, also fast 1:1 das gleiche. Sehen wir auch als Laceless-Version bei Real Madrid, also bei Militao beispielsweise. Das heißt, alle Predator-Schuhe, die in Zukunft kommen, kann man schon sehen. Finde ich immer ein bisschen schade, weil gerade diese Überraschung eigentlich immer so ganz cool ist. Und auch den Adidas X können wir bei Real Madrid sehen. Der kommt in einem roten Colorway. Rot feiere ich bei Fußballschuhen immer extrem krass. Deswegen cool zu sehen, dass es hier ein rotes Colorway gibt. Was ich mir bei Adidas noch ein bisschen wünschen würde, wäre, dass nicht nur die Farbe geändert wird, sondern dass vielleicht auch mal wie bei Nike oder Puma so Graphic-Sachen am Schuh untergebracht werden. Das sieht dann immer noch ein bisschen cooler aus, ist aber nur Geschmackssache. Rot funktioniert natürlich immer und die werden zeitnah kommen. Coole Info, die werden wir auch für euch hier auf dem Kanal wieder als Playtest zeigen und auch endlich die Schuhzungen-Variante spielen. Vielleicht kann ich da auch wieder ein paar Freekicks raushauen. Das heißt, das wird zeitnah für euch kommen. Kommen wir zu Xavi. Den hatten wir hier auch mal auf dem Kanal in einer sehr, sehr coolen Fußballschuh-Design-Folge. Für mich immer noch eine absolute Ehre, für ihn mal einen Schuh designt zu haben. Ist echt krass, welches Ausmaß dieses Format mittlerweile angenommen hat. Haben wir ein sehr cooles Video hochgeladen, haben wir auch seinen unterschiedlichen Schuh verlost. Da hat ja auch ein Gewinner, haben wir auch als Instagram-Story gepostet, den Schuh dann bekommen. Und den sehen wir jetzt im Training mit einer sehr, sehr coolen Puma King-Version. Und zwar dem Puma King in der Johann Cruyff-Edition. Passt natürlich ultra zur Nationalmannschaft, finde ich ein sehr, sehr starker Schuh. Haben wir für euch hier beide am Start gehabt, die kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Und zwar hier haben wir dieses Exemplar mit der Cruyff-Unterschrift und hier auch nochmal Total Football. Hier hinten cooles Detail mit den drei Sternen
und auf der Innenseite ist dann quasi sein Porträt hier so aufgestickt. Also das ist wirklich so 3D, kann man glaube ich ganz gut erkennen. Vom Onfeed muss ich sagen, sehr cool gemacht, weil es ein cleanes Colorway ist, also dieses Orange passt zur Nationalmannschaft. Ist immer noch ein klassischer Schuh, deswegen muss es auch ja, relativ minimalistisch sein. Hier oben auch nochmal seine Nummer. Also schon sehr, sehr cool gemacht, dieser limitierte Puma King. War ein sehr, sehr cooler Drop. Gibt es auch noch bei Absolute Teamsport, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Für Sammler natürlich ein sehr cooler Schuh, vor allem mit Pelé noch. Aber der trägt jetzt also den Schuh bei der Nationalmannschaft. Da wird es auch sehr spannend. Ich freue mich auf den Vlog mit der Nationalmannschaft. Seid auf jeden Fall gespannt. Und wir kommen auch nochmal zu Nike, denn auch Nike ist von den Leaks nicht ganz befreit. Da haben wir für euch zwei Schuhe am Start. Unter anderem ist wohl das EM-Pack geleakt worden. Und das soll was mit dem Thema Pink zu tun haben. Den Nike Tiempo gibt es hier schon auf Instagram noch als Fake-Schuh. Aber hier kann man ganz gut erkennen, dass es wohl ein pinkes Colorway geben soll. Denke, beim Superfly könnte das sehr, sehr geil aussehen. Beim Tiempo muss ich ehrlicherweise sagen, ist es jetzt noch nicht ganz so mein Fall. Aber absolut Geschmackssache. Dagegen gibt es noch ein cooles Colorway zum Nike Mercurial in Silber. Ist auch ein Fake-Fußballschuh auf den ersten Blick eigentlich ganz cool. Wenn wir dann aber mal das zweite Bild angucken und uns die Sohle mal vor Augen halten, das sieht schon wirklich sehr, sehr stark aus. Da wird es eine richtig coole Chromsohle geben. Was genau dahinter steckt, weiß ich noch nicht, ob der Schuh wirklich so kommt. Aber für euch schon mal die Info dazu. Das heißt, es wird einiges an neuen Infos zu den Fußballschuhen kommen. Einige neue Modelle sind ja schon geleakt und werden zeitnah kommen. Das heißt auch hier auf dem Kanal zeitnah im Review. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit. Ich denke, da wird einiges passieren. Und da würde ich sagen, gibt es dann nochmal alle Infos im Review. Das war es auch schon wieder zur heutigen Folge der Fußballschuh-News. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und Fazit. Unter anderem zum kommenden Nike Superfly 10. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr hyped darauf. Freue mich mega. Ich denke, das wird ein sehr, sehr krasser Schuh. Ob es ein cooles Update wird, das testen wir natürlich dann im Review. Seid gespannt. Außerdem am Wochenende Special Video von der deutschen Nationalmannschaft. Lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Vielen, vielen Dank für euren Support, Leute. Das soll es zum heutigen Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.